Hallo aus Brünn. Nur noch wenige Minuten, bis die ersten Bikes zum traditionellen Qualifying auf die Piste kommen. Für die heutigen Läufe ist gutes Wetter angesagt. Die Sonne hat schon den Asphalt aufgewärmt. Gut für die Fahrer, denn dadurch sparen sie ein wenig Zeit beim Aufwärmen der Reifen. Ja, und damit auch von mir herzlich willkommen zurück zu Moto 3. Brünn heißt anscheinend diese Strecke oder der Ort, wo diese Strecke steht. Ich habe es immer Brno genannt. Einfach so, weiß nicht. Es gibt auch den Namen Arno. Deswegen habe ich gedacht, wird vielleicht ähnlich betont, aber ich kann kein Tschechisch, deswegen tut es mir leid für alle Tschechen, falls ich es falsch ausgesprochen habe, was ich anscheinend ja getan habe, es sei denn, im Spiel wurde es falsch lokalisiert, aber das glaube ich nicht wirklich. Insofern, Brünn, jetzt weiß ich Bescheid. Ich sage auf jeden Fall einfach nur willkommen aus Tschechien. Wir werden heute Qualifying und Rennen in einem wahrscheinlich sehen, denn meine Qualifying-Runden sind im Allgemeinen ziemlich gut. Die Strecke kannte ich noch nicht so gut, aber trotzdem bin ich schnell genug, dass ich hier eine gute, adäquate Qualifying-Zeit hinlege. Und deswegen werde ich das Qualifying auch nicht zu lang ziehen, sondern wir werden entsprechend heute das dritte Rennen diese Woche haben, wie versprochen. Und darüber hinaus, ja, heute dann einfach das doppelte Programm wie letztes Mal bereits. So, die erste Kurve, da kann man schön lange noch schnell sein, sich schön reintragen lassen. Da kann man auch recht früh wieder raus beschleunigen. So, hier. Ja, ein bisschen über den Curb gefahren. Vorsicht. Ansonsten dürfte die Zeit ziemlich gut aussehen. Na, bis jetzt. Das war tendenziell nicht ganz so geil. So, jetzt die Linkskurve. Quasi wie eine Doppellinks aufgebaut. Ich würde dazwischen so einen leichten bisschen nach außen gehen und dann entsprechend die zweite Linkskurve, beziehungsweise die zweite Hälfte, bisschen schneller nehmen. So, jetzt ziemlich eng die Kurve fahren. Ich war da sehr, sehr spät auf der Bremse. So, jetzt haben wir eine S-Kurve. Nicht zu schnell sein. Und jetzt kommt die letzte S-Kurve. Links, rechts, und dann geht's wieder auf Startziel. Ja, eine 2.8.0. Ist eine ganz gute Zeit, aber es geht auf jeden Fall ein Ticken schneller. So, zwei, drei Stellen habe ich auch schon direkt im Kopf, wo ich Zeit verloren habe. Insgesamt sind wir doch schon recht schnell unterwegs. Vor allem auch in dieser Runde jetzt wieder ein bisschen besser als in der letzten. Ja, hier schon wieder ein bisschen Zeit verloren. Diesmal war es aber recht rund, die Durchfahrt. Da würde es im Rennen, da wir beides ja gleichzeitig machen,
genauso gut laufen mit dem Überholen und mit dem Abstand gewinnen, aber ich glaube, das Rennen wird wieder ein bisschen schwieriger sein. So, dieses Mal möchte ich ein bisschen früher abbremsen. Tu's aber scheinbar nicht. Wieder auf letzter Rille. Aber mittlerweile 1,3 Sekunden schneller geworden. Oh, das wird eine absolute Bestzeit von mir persönlich. Wenn ich jetzt im letzten Sektor nicht allzu viel Zeit verliere, wird das eine absolute persönliche Bestzeit. Ja, eine 2,68. Es geht noch einen Ticken schneller, aber ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle Halt. So, und lasst euch nicht schockieren durch die Zeit, die wir jetzt hier gefahren sind. 2,8 Sekunden schneller. Ich bin selbst ein bisschen überrascht. Ich gehe bei diesen neuen Strecken ja auch immer mit der Einstellung rein. Okay, ich gucke jetzt einfach mal, wie ich abschneide. Und weiß nicht, die Strecken, die ich kenne, da versuche ich irgendwie das Maximum rauszuholen. Aber hier scheint es in Brünn scheinbar super zu laufen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also auch auf dem Sachsenring, da bin ich ziemlich schnell gewesen. Vielleicht verkacke ich es jetzt aber im Rennen. Also die Hoffnung sollte man nie verlieren. Man sollte nie aufgeben. Und ja, weiß nicht. Es wird, glaube ich, trotzdem noch interessant sein. Vor allem beim Start werde ich wahrscheinlich Position verlieren. Und im Verkehr verliere ich halt echt extrem viel Zeit. Also ja, gerade eben sah es gut aus. Hier spricht Eddie Mielke und ich begrüße all unsere Zuschauer hier in Brünn. So, ja komm, das überspringen wir einfach mal. Im Qualifying sieht es ja immer super aus, aber im Rennen wird die KI dann immer super schnell, also verhältnismäßig zumindest schneller als im Qualifying. Da können wir mal gespannt sein drauf, ob das auch dieses Mal so sein wird. Hier in Brünn ist alles bereit für den Grand Prix in der Tschechischen Republik. Das ist eine der Lieblingsstrecken der Fahrer und das wird heute sicher ein spektakuläres Rennen. Ja, ich muss auch sagen, die Strecke ist ziemlich, ziemlich cool. So, Binder neben uns auf P2 und daneben Finati, glaube ich. Okay, es wird wahrscheinlich wieder ein Dreikampf um die Führung. Oh, ja. Ich war da sehr weit außen. Ich habe zwar reingezogen, aber ich war trotzdem zum Zeitpunkt der Kollision immer noch sehr außen. Sehr weit außen. So, beim Anbremsen immer vorsichtig sein. Die KI könnte einen immer wieder ein bisschen terrorisieren wollen. Und Bulega ist hinter uns. Bin da jetzt auf P3 nur noch. Und Fenati ist hier absolut zurückgefallen. Ich weiß nicht, wohin. Ja, eventuell würde bei MotoGP langsam aber sicher auch ein Schwierigkeitsgradwechsel anstehen. Bei Le Mans war ich ganz... Ja, wobei, wenn ich mir die Rennpace anschaue, das sieht da ja nicht immer so aus wie im Qualifying. Oh, 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 oh. Und auch jetzt mache ich gerade Fehler. Und ich meine, wir haben auch ein bisschen Glück, dass die beiden schärfsten Konkurrenten... Lang das eventuell nach, dass die so ein bisschen zurückgefallen sind. Also so ein kleines bisschen Glück haben wir da definitiv auch, aber jetzt muss ich trotzdem hier irgendwie die Führung managen. Ja, die erste Linkskurve, ich weiß, die bekomme ich ein bisschen falsch. Okay, die letzten zwei Kurven sahen super aus. Oh, scheinbar ist da hinten aber auch noch ein bisschen mehr los als gedacht. Quartararo ist hier
auf P2 aktuell und Fenati ist jetzt Zweiter plötzlich. Bastianini war es gerade. Okay, da geschieht gerade extrem viel hinter uns. Können wir wenigstens mal ein Rennen hier ein bisschen in Ruhe vorne ein bisschen verwalten, dass wir da einen kleinen Vorsprung haben und einfach nur im Laufe des Rennens versuchen müssen, diesen Abstand zu halten. Das wäre natürlich ganz schön, dass wir auch mal ein paar Punkte hier zusätzlich noch holen. Da muss ich auch noch hoffen, dass Fenati eventuell noch mal ein bisschen zurückfällt, dass er eventuell keinen so guten Tag erwischt hat. Mir fällt gerade auf, dass ich immer wieder Wörter zweimal sage und sowas wie eventuell oder zweimal sage. Nee, das war Absicht, das letzte, aber ich frage mich, woran das liegt. Egal, der Abstand wird immer größer und ich glaube, das liegt vor allem daran, weil alle gerade in 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kämpfen sind. 10 Kampf. Tolle Disziplin. Ja, und der Abstand zu Fenati, der ist mittlerweile gigantisch. Mal schauen, wenn sich einer absetzt, dann könnte er, glaube ich, mitkommen mit dem Tempo. Aber ich habe hier Glück, dass ich nicht zu tief in den Verkehr reingefallen bin. So, mal gucken, ob ich die Kurve jetzt ein bisschen besser erwische, so ein bisschen langsamer vielleicht. Ja, dann kommt man für die Rechtskurve besser raus. Jetzt zwar über den Curb gefahren, aber das sah trotzdem ganz gut aus. 1:45,6, das sieht nach einer neuen schnellsten Runde eventuell aus. Kommt alles auf den letzten Sektor an. Ja, nö. War auf jeden Fall eine Sekunde langsamer. Fenati hält immer noch P2, aber der Kampf um den zweiten Platz, der wird gerade sehr, sehr heftig geführt. Das sieht man auch jetzt. Bastianini war gerade Zweiter. Jetzt ist es entsprechend Binder. Fenati fällt auf 4 zurück. Ich glaube, die Strecke liegt mir recht gut, wenn ich das mal so sagen darf. Also man kann auch hier einen ziemlich guten Flow finden. Gut, die Rechtskurve, die finde ich immer wieder schwierig. Ich finde die schwer zuzuordnen. Jetzt habe ich auch diesen Kurvenausgang verpasst. Ja, wenn man sagt, dass man irgendwas ganz okay kann oder ganz gut kann oder was ausnahmsweise mal gut kann von mir aus, dann sieht es direkt wieder nicht so gut aus. So, Binder immer noch auf P2. Wäre natürlich super, wenn er und einige andere Piloten jetzt Fenati die Punkte wegnehmen würden. Unter anderem Bastianini. Ich sehe es kommen, ich werde wahrscheinlich nur mal stürzen hier. Ja, und da sieht man es. Da sind echt extrem viele hinter uns. Oh. Kurz die Lenkung aufmachen. Ich muss aber auch sagen, der Abstand, den ich jetzt hier herausgefahren habe, oder die Zeit, die ich im Qualifying auch gefahren bin, die war nochmal deutlich schneller als das, was ich in allen Trainingsrunden gefahren bin. Deswegen hat mich das alles so ein bisschen irritiert. Also als ich die 2.8 gefahren bin, dachte ich so, ja, du wirst wahrscheinlich wieder in die 2.7-Region irgendwo kommen. 2.7-Mittel war so das Ziel. 2.7 Mittel war sozusagen Mittel zum Zweck. Aber im Moment, weiß nicht, habe ich irgendwie so ein paar extra Zehntelchen noch gefunden.
Zumindest für die Qualifying-Runde hatte ich die. Und fürs Rennen scheint es der KI an diesen extra Zettelchen, die die KI sonst immer findet, zu mangeln. Venati jetzt auf P2. Binder jetzt auf P3. Ja, da gibt es so viele Positionsverschiebungen, das kann man sich kaum noch vor Augen führen. Das Ding ist halt, man weiß auch nie im Vorhinein, ob man jetzt dominant sein wird oder nicht. Zum einen die Verbesserung der KI von Qualifying zum Rennen hin scheint nicht stetig auszufallen. Darüber hinaus, ja, die eigene Pace, die eigene Fehleranfälligkeit und was auch dazu kommt, man weiß nie im Vorhinein, wie die KI im Allgemeinen jetzt abschneidet. Also, ja, wobei ich habe schon überlegt, ob ich die Valentino Rossi-Saison noch fortführen werde. Ich glaube, das werde ich nicht mehr fortführen. Dann könnte ich tatsächlich im Schnellstart immer wieder mal gucken, was die KI dann für Zeiten fährt im Qualifying und könnte das dann entsprechend so abpassen, dass ich eventuell auch mal einen Schwierigkeitsgrad nach oben gehe. Denn ich glaube, währenddessen die MotoGP-Saison zusätzlich noch zu fahren mit Valentino Rossi, das würde zwar Spaß machen, aber die MotoGP ist, glaube ich, noch eine Klasse zu hoch für mich und ich möchte mich da so ein bisschen einfahren in Moto 3 noch und dann auch Moto 2 nächste Saison. Deswegen werde ich da auf jeden Fall ein wenig justieren können am Schwierigkeitsgrad. Vielleicht schalte ich mir auch nochmal eine Fahrhilfe ab. Das mit dem separaten Bremsen wahrscheinlich eher nicht, weil für mich persönlich ist es ein bisschen zu komisch, wenn du zwei Bremsen bedienen musst am Controller. Ich weiß, am Motorrad das kannst du, aber ich habe schon genug Spiele, wo ich mich extrem einarbeiten möchte und unter anderem LOL, wo ich auch jetzt auf dem Weg zur Platin-Liga bin. Das ist gerade ziemlich interessant, der Aufstieg. Da bin ich jetzt im Laufe dieser Season von Silber 4, das ist die viertniedrigste Silberstufe von 5, bin ich auf Gold 3 hoch und wenn ich in Gold 1 bin, muss ich eigentlich nur noch einmal aufsteigen, um in Platin 5 zu sein und das ist das große Ziel für mich. Darüber hinaus natürlich in der Formel 1, dass ich da jetzt auf ultimativ gestellt habe. Ich möchte nicht in jedem Spiel unbedingt auf pure Competition gehen. Ich möchte auch ein paar Games, wo ich ein bisschen entspannter dran gehen kann. Da zähle ich FIFA dazu unter anderem. Da zähle ich auch MotoGP so ein bisschen dazu, auch wenn das natürlich ein Spiel ist, wo du immer wieder auf Competition spielst, weil natürlich du versuchst Rennen zu gewinnen. League of Legends ist auch so ein Game. Aber bei League of Legends gebe ich mir trotzdem dann maximale Mühe, dann auch noch an jedem kleinen Punkt zu feilen und gucken auch immer wieder die Replays und so an. Und beim Motorsport, ich finde, MotoGP macht Spaß, aber wie gesagt, dieses Investment, man hat ja auch irgendwie ein privates Leben und so und das ist auch immer geil, wenn das dann irgendwie bei Formel 1 heißt, ja, mach irgendwie Training und Qualifying an einem Tag und dann rennen. Das Rennen an einem anderen Tag, wo ich mir dann immer auch denke, ja klar, wäre cool. Aber ich bin im Moment in den Semesterferien und ich komme bereits jetzt kaum hinterher mit den Videos und ich möchte da auf jeden Fall ja, mir so ein bisschen mein Leben bewahren, sag ich mal. Das klingt immer so komisch, aber es ist auf jeden Fall ein riesen Zeitaufwand, YouTube. Vor allem, wenn man dann auch sowas wie Formel 1 spielt, wo du wirklich Stunden am Setup arbeiten könntest. Oder auch andere Games, klar. Und wo du auch vor allem immer wieder auch durch technische Sorgen geplagt bist. Ich
zum Beispiel habe ja jetzt bezüglich der PS4 keine Bedenken mehr, aber ich hatte sie, dass ich da nicht groß was aufnehmen konnte. So, und bald kommt ja auch die PS4 Pro, auf die freue ich mich auch schon. Was die Leistung betrifft, da ist man sich noch nicht ganz schlüssig, ob das jetzt irgendwie für 4K ausreichen wird oder nicht. Ich sag mal ganz deutlich, es wird nicht für 4K ausreichen. Nicht für reines 4K. Man wird die Spiele wahrscheinlich hochskalieren, irgendwie in einer Auflösung von wahrscheinlich so 1440p und dann skaliert man es auf 4K hoch. Aber trotzdem, ein Leistungsupgrade bringt immer wieder was Gutes. Was ich halt ein bisschen traurig finde, oder nicht unbedingt traurig, aber schade, ist dieser Fokus auf dieses Wort 4K oder auf allgemein diese Technik 4K. Denn 4K, okay, sieht geil aus, aber wenn ich mir gerade das Spiel anschaue hier, ich erkenne kaum Kanten, zumindest wenn ich mir das Motorrad anschaue, die ich gerne weghaben würde. Das Motorrad sieht super detailliert aus, gut, an der Strecke siehst du immer wieder natürlich so ein paar, und vor allem in der Umgebung siehst du immer wieder so ein paar unschöne Kanten, ein bisschen flimmern. Aber im Allgemeinen gibt es Wichtigeres für mich. Unter anderem würde ich mir wünschen, dass man sich mal endlich dran setzt, irgendwie alle Games auf 60 FPS zu trimmen, mindestens. Denn ein flüssiges Spielerlebnis ist für mich immer wieder besser als ein schönes Spielerlebnis. Also du kannst den schönsten Film haben, wenn du ein Bild pro Sekunde siehst, dann bringt es dir gar nichts. Gut, das könntest du dann in den Louvre hängen, wenn du ein Bild hast, aber ja, dafür guckst du keinen Film. Und deswegen fände ich es mal super, weil auf dem PC ist mittlerweile 144 Hertz schon gängig geworden. Also ich sag nicht, dass es jeder hat, aber es ist schon weiter verbreitet, 120 Hertz Monitore ebenso, und es kommen jetzt auch erste 165 Hertz oder von Asus 180 Hertz Monitore raus, und das sind ja Werte, die sind sehr geil. Da spürst du zwar keinen großen Unterschied mehr, also ich glaube von 120 zu 144, das spürt man auch minimal, aber das Ding ist halt, der Unterschied zu Konsolen und zu 30 FPS, in den meisten Spielen laufen nicht mal flüssig in 30, der ist halt schon gigantisch. Der ist schon gigantisch, und da würde ich mir einfach mal wünschen, schaut euch mal 60 FPS an, liebe Konsolenhersteller, und probiert das irgendwie zu etablieren, denn das Game in 60 FPS würde mir auch extrem gut gefallen. Und da hinten haben wir die Meute, und jetzt bin ich mal gespannt, wie die ganzen Leute hier ins Ziel gekommen sind. Also ich habe zum einen, ja, nicht ganz meine Zeit erreicht. Die KI ist ein Ticken schneller geworden. 2,95 sehe ich da. Ich glaube, im Qualifying waren die bei 2,98 oder so. Binder holt sich den zweiten Platz. Mir ist auf 3, Bulega auf 4 und Fenati lediglich auf 5, noch vor Bastianini. Und wenn man sich mal den Abstand anschaut zwischen den ganzen Leuten, dann sieht man, P2 bis P7 waren da innerhalb von 6 Sekunden. Dahinter streut sich so minimal, aber dann sieht man da wieder eine Gruppe ab P10, Jorge Navarro, bis hin zu P15. Da sind wieder 6 Fahrer innerhalb von 1,1 Sekunden. So, jetzt habe ich's. Krasse Sache. Ja, nächstes Mal wird es vielleicht auch wieder für uns eng. Es wird, glaube ich, Silverstone sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ich werde mal schauen, wie ich den Schwierigkeitsgrad dort anpassen werde, denn es ist eine Strecke, die ich ganz gut kenne und scheinbar auch ganz gut kann, wenn ich mal auf die letzten Ergebnisse in der Formel 1, in den Formel 1 Saisons mal schaue, weil ich habe nie gedacht, dass ich die Strecke irgendwann mal beherrsche, aber scheinbar geht es einigermaßen. Wir haben auf jeden Fall den Ausgleich mit Binder geschafft. Fenati ist 28 Punkte vor uns, das heißt, er ist noch ein bisschen entfernt. Der hätte auch ruhig ein paar Punkte weniger noch holen können heute. Aber gut, das bewahren wir uns fürs nächste Mal auf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da, und wir sehen uns dann entsprechend nächstes Mal wieder bei Valentino Rossi The Game. Bis dahin, euch eine gute Zeit. Haut rein.